Ich sehe, wer den Stress hier macht. Warum laufen die Leute, wenn ich die frage, nicht euch? Euch ja, ich bin der Spalter. Ja, das ist die Legende, die hier in die Stadt getragen wird. Ihr habt Ideologie, ihr seid zugenagelt, weil ihr rechtsorientiert seid, aber richtig rechts. Ihr hasst die Linken, ihr hasst nur... Der Typ, der mich gerade als Spalter angesprochen hat. Ja, ne, der ist ein Spalter. Das sind doch die, die wissen, wie es läuft. Ich weiß es auch nicht, aber ihr könnt nicht einfach hier denunzieren und die Leute provozieren, immer wieder, seit Monaten. Das stimmt doch gar nicht. Ja, das stimmt schon. Das sind immer eine Handvoll Leute, die hier Stress machen. Es informiert sich keiner über die Antifa-Überfälle, wie viele Leute schon zusammen fast totgeschlagen werden. Ja, nee, das ist doch. Das ist doch jetzt eine Diskussion, die brauchen wir. Wir sind jetzt nicht mehr. Es ist zum Eigenschutz. Es ist zum Eigenschutz. Ihr seid überhaupt nicht zum Eigenschutz. Du willst Leute hier haben. Na klar. Wenn ihr einen Eigenschutz wollt. Lass den doch hier stehen. Mal ganz ruhig, ja? Ansonsten hast du ein Problem. Vor den Antifa-Überfällen. Ja, könntest du doch machen. Es sind so viele Leute, ja, aber es versteht halt wenn keiner. Wenn ihr provoziert. Wir haben doch gar nicht provoziert. Klar, ja. Immer wieder. Warum ging das denn an hier? Also ich war vorne gewesen und da kamen auch drei Leute vor und haben Stress gemacht. Aber das muss ja verständlich sein. Mit dir kannst du ja wenigstens mit dir Ruhe reden. Wir können alle in Ruhe reden mit mir. Ein Herr Volker Beiser, der schreibt im Netz, er will keinen Frieden. Wir haben gerade gehört, das ist doch nicht wahr. Was für ein Zufall. Also RTL und... Ja, es gibt hier immer wieder Leute, die ja immer Stimmung machen und den friedlichen Umzug und die dürfen alle mitlaufen und wenn hier jemand von Spaltung redet, dann sage ich, das sind die, die Gewalt hier reintragen, auch verbale Gewalt und die sich von der Antifa angeblich provozieren lassen. Klar verhalten die sich unterirdisch, klar werde ich dort auch als Nazi beschimpft, aber ich bin so souverän, dass ich sage, die können mich nicht erreichen. Und wer souverän ist und weiß, was er ist, der lässt sich von denen nicht provozieren. Danke. Nee, lässt du nicht. Die haben doch gar nichts gemacht. Doch. Was haben die denn gemacht? Wenn ich dich kurz stören darf, einer von den Jungs, die jetzt gekesselt werden, der hat mir auch gedroht. So ganz am Rand und ich stand nur da mit der Kamera und habe das aufgenommen. Na, ist ja richtig, aber ich bin ja jetzt mitgelaufen und die haben alle einkassiert. Das kann doch irgendwo nicht sein. Die müssen dann auch schauen, wer es gewesen ist. Aber da waren schon ein paar komische Gestalten dabei. Ich meine, der hat... Aber die sind noch immer dabei mit uns gelaufen. Nee, also da waren neue Leute dabei. Nee, also die Jungs, die ja jetzt gekesselt werden, habe ich manche noch gar nicht doch, gesehen. Die Jungs sind immer doch, bei uns, beim Volker schon immer mit. Auf jeden Fall immer. Hat mich da sogar einer gedroht. Wenn du es nicht glaubst, kannst du gerne in meinem Streamstand daneben. Ja, hab das aufgenommen, wie die da beiseite gefunden. Und da hieß es, ich soll mein Handy wegmachen, sonst krieg ich ein paar oder sowas. Ja, möglich. Aber man kann nicht generell sagen, dass die Leute hier Stress machen und schlafen. Von Anfang an mit. Generalisieren sollte man generell nicht. Na, und auch was Bernd gesagt hat, von wegen alles, was hat er mit dem Rechten gesagt, dass weil ihr rechts seid ihr schlecht? Ja, oder ich bin aber nicht rechts. Ich bin überhaupt nicht rechts. Was heißt es denn rechts? Ja, was ist denn recht? Rechts oder links ist doch wurscht. Ich bin ja nicht nationalsozialistisch, oder? Ja, aber gut, man kann auch rechts sein, wenn man nur konservative Werte hat. Dann so ist man ja ist auch das. Schon rechts. Aber man wird ja immer in die rechte Ecke gestellt. Ja, das Extreme ist das Problem. Genau. Und das gibt es aber auf beiden Seiten. Ja, richtig. Richtig. Das einzige aber Problem was die... ist aber, was aber bei uns. Du hast auch nichts gegen die Kamera, oder? Nö, ich war doch schon mal in der Kamera. Ja, aber es kann ja sein, dass du dich jetzt. Das Einzige ist aber, dass jedes Mal unsere angegriffen werden. Egal, ob sie zum Geldautomat gehen, egal, ob sie zum Einkaufen gehen. Wir greifen nicht ein einziges Mal die Antifa. Wir drohen, ja. Richtig. Wir machen Beleidigungen, das ist alles, aber das kommt auch von der Gegenseite. Ja. Aber wir werden im öffentlichen Handeln werden wir nicht einmal aggressiv oder handgreiflich. Das, was sie bei uns zwei, die haben schon mindestens 5, 6 Leute, haben die schon ins Krankenhaus gebracht. Die sahen echt übel aus. Und ich weiß, dass die auch bei Leuten zu Hause waren. Hast du Namen? Nee, darf ich nicht sagen. Aber okay. Ja, also die kommen auch nicht alle von Leipzig. Richtig, also ich weiß. Es kommen welche von Münster und was weiß ich nicht.
Und die werden aber ständig angegriffen und das wird nirgendwo gezeigt. Das ist aber auch das, was der Bernd nicht sehen möchte oder was er wahrscheinlich auch nicht erfährt, keine Ahnung, dass der auch zum Teil wenigstens, sage ich mal so, die Wut verstehen kann. Ja. Ne? Ich meine, klar, das kocht einfach über. Das ist wie, wir sind eine Familie, wir müssen zusammenhalten. Aber er macht es ja nicht anders. Er stellt ja alle in irgendeine rechte Ecke, obwohl das gar nicht stimmt. Ne? Genau, rechte in extreme Ecke. Ja, richtig. So, und ich verlange, dass er, Bernd Kringel oder wie er heißt, Kringel, ist mir egal, dass er diesen Tweet, den Volker Beiser veröffentlicht hat, dass er für den Krieg ist in der Ukraine, den soll er zeigen. Den soll er den. Bernd hat jetzt gerade gesagt, der Volker Beiser hat einen Tweet veröffentlicht, in dem er für den Krieg in der Ukraine ist. Genau, den kann er mir auch gerne schicken. Den kann er mir gerne zeigen. Dann kann ich das auch und dann werden wir weiter entscheiden. So, und trotzdem sage ich, wir gehen trotzdem für das alles, für alles zusammen, gemeinsam. Das ist reine Spalterei, was er betreibt. Das hat nicht mit links und mit rechts zu tun. Und vor allem muss man ja mal festhalten, es ist ja so, mit den Demos hier entstanden durch den Volker. Er war nämlich der allererste, der hier die Demos gemacht hat. Und wir waren immer mit dabei und auf einmal stand nämlich eine Annette und ein Bernd Ringel hier und haben uns die Leute abgezogen. Naja, aber die Leute haben ja auch ihren eigenen Kopf. Nee, muss ich dir mal sagen, wie es gelaufen ist. Die waren nämlich eine halbe Stunde eher da, wie die Demo gesagt war. Und auf einmal standen die Leute nämlich alle bei Bernd. Da sind wir rüber und haben gesagt, was ist das? Was wird das jetzt hier? Na, wir haben hier angemeldet und er war auch nicht bereit, von Anfang an zusammenzulaufen. Nein, mit dem Volker Beiser nicht. Was der nun für ein Problem mit ihm hat, ob der mal in einer Partei war, die ihm nicht mag oder ihm nicht gefiel, ist der wurscht. Es war vorbei, er weiß das und es war halt vielleicht mal eine Dummheit, die er gemacht hat, aber es ist doch vorbei. Okay. Wenn du eine Frage an Bernd hättest, was würdest du denn ganz gerne sagen, weil ich ja, was er gegen den Volker so hat. Verstehe ich nicht, warum er sich dann nicht also mal an den Tisch setzen kann. Also wenn ich ihn das frage, würde er ausrasten. Ja. Nee. Okay. Aber das ist ja dann schon wieder bezeichnet, also, dass er keine andere Meinung zu okay, dann gehen wir mal zu Bernd und gucken wir mal, ob er noch Kapazitäten hat. War jetzt ja gerade wieder alles sehr nervend aufreibend hier. Ja, schon mal, ne? Ist schade, aber er sollte sich mal umgucken, es werden immer weniger. Ja. Naja, ist halt, wenn man eine Seite, ich sag mal, links ist nicht besser als rechts. Na, auf beiden Seiten. Wenn es extremistisch wird, nicht. Genau. Bernd, hast du vielleicht noch eine kurze Sekunde? Ja, siehst du? Gesprächsbereitschaft null. Also, ich verabschiede mich jetzt, weil ich habe da keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. Okay. Und es werden sich viele überlegen, hier noch herzukommen. Ich vielleicht auch nicht mehr, keine Ahnung. Was wäre denn die Alternative? Tja, dann gehe ich nicht mehr. Es ist ganz einfach so. Ja, ist es vorbei? Schluss, Ende aus. Jetzt gehen wir, gleiten wir alle in die Oder Politik. Ich gehe zum Beispiel mal, wir sind ja auch oft bei, in Bernburg schon gewesen, ne, mit der Gisela. Dort gibt es so ein Theater nicht. Na, also diese Spalterei, die halten dort wirklich alle zusammen und die sind auch Leute, die sich nicht alles Ja, ich höre jetzt gerade was von Spalterei. Die Spalterei würde von Volker Beiser schon seit Jahren Nein, das stimmt geschehen. Doch nicht. Seid doch mal leise, ich rede jetzt. Ich ja, rede jetzt. Immer. Nee, du hast ja lange genug geredet. Ja, du warst ja nicht da. Er hat ja auch mich interviewt. Wir können ja einen Dialog führen, da kann doch jeder mal was sagen. Naja, gut, dann kannst du noch hinterherkommen. Da siehst du, mit Dialog ist mit dem Bernd. Ich kann mit Dialog kann ich lange, aber wenn du hier dazwischen blägen, dann ist das kein Dialog. Wir führen einfach ganze Sätze. Bernd darf jetzt was sagen und dann darf das was drauf antworten. Und was wir hier sagen, wir machen eine ganz große Brücke. Und da sage ich jedes Mal, jeder, der hier friedlich mitläuft. Und friedlich bedeutet auch, dass er nicht hier halb vermummt wie so ein Warum Schwarzer. Nicht? Warum denn nicht? Warum haben wir was zu verbergen? Ja. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Und dann direkt vor den Antifa sich hinbaut und mit denen in einen sinnlosen Dialog geht, der Hass und Hetze spiegelt, da kannst du einen Spiegel hinhalten und da siehst du dasselbe Gesicht, denselben Hass und das brauchen wir nicht, weil du siehst ja nicht mal das ganze Gesicht. Und die Leute verkretzen hier, und das war nicht meine Aussage, das waren Aussagen aus dem Zug, die Leute, weil die wollen hier laut sein, die wollen sich artikulieren, die wollen den friedlichen Protest machen und da kann jeder mitmachen. Ich meine, sie die ist lange mit bei uns gelaufen mit ihrer Tochter oder mit ihrer Cousine oder was weiß ich, was das ist. Aber wenn hier gespalten wird, dann doch nicht von uns. Wenn hier drüben, ich gehe da rüber und dann dort laufen die Linken, das Gesindel, wird dann dort von Teil der Leute gesagt. Und ich frage die Leute, die dann vorher schon kommen,
teilweise wie die Huls angezogen. Die wissen ja nicht mal, warum sie hierher kommen. Doch, aber die machen Stimmung gegen die Antifa, weil die ein Feindbild zu der Antifa haben. Und die fühlen sich dann von denen angegriffen. Das können sie woanders klären, aber nicht in dieser Demo, wenn sie das so wollen. Die können die ignorieren, Ignoranz ist das Wichtigste. Also ich komme heute nicht mehr zum Reden. Dann für einen Dialog muss man auch kurz in anderen Zeiten gehen. Naja, ich habe mich jetzt mal dargestellt, was ich dort sehe, weil das sehr komplex ist. Darf ich dir mal kurz was sagen? Naja, nicht alle. Eins nach dem anderen. Nach Selbstdarsteller. Pass auf, ich weiß nicht, ob du das weißt. Die Jungs, natürlich haben die was vorm Gesicht, aber die sind auch schon ganz oft zu Hause angegriffen worden von der Antifa. Die kennen die alle. Ist da aber, deswegen kann ich mir da trotzdem was vors Gesicht machen, um eben nicht immer erkannt zu werden. Ich verstehe die. Ich verstehe die wirklich. Das ist das Alibi. Nein, aber wenn du nicht mal nach Hause gehen kannst, sind ein paar Jungs schon zusammengeprügelt worden von denen. Und das würde ich mir nicht gefallen. Das ist doch ein Geben und Nehmen. Von denen da drüben, von der Antifa, sind ja von den Jungs auch schon welche verwackelt worden. Das ist doch auch passiert. Das ist doch eine sinnlose Eskalation. Es gibt in den letzten Monaten Ereignisse, wo nach der Demo, ihr habt ja auch Leute dabei, die müssen sich vor diesen Luschen von der Antifa auch teilweise nicht, da müssen sie sich nicht fürchten. Und dann hauen die den auch mal ein paar auf die Glocke. Ja. Ob ich das jetzt richtig oder gut finde. Hier in der Demo brauche ich diesen Hassstress nicht. Die können ja ein Problem mit denen haben, aber das sollten die nicht auf der Demo austragen, weil dazu ist die nicht da. Wir wollen hier einen friedlichen, lautstarken und weit offenen Protest. Wir sagen zu Beginn, ich sage immer, ganz weit offen, von links bis rechts, was das ist, weiß ich gar nicht. Wenn ihr friedlich seid, lauft mit. Wir laufen schon immer mit von Anfang an. Bernd. Ihr könnt doch mitlaufen. Und du weißt doch, dass wir von Anfang an. Ja, und mit euch habe ich doch kein Problem. Ja, aber wieso? Und auch mit den Trommlern habe ich nicht. Aber mit den Leuten habe ich dann ein Problem, wenn die Leute. Das ist doch nicht meine Empfindung. Aber meine Ordner sagen jetzt mittlerweile auch: Mensch, Bernd, mach's nicht verrückt. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich sage ja, ich krieg das auch irgendwie hin. Ich finde es ja auch komisch. Ihr werdet nicht von mir belehrt, kommt dann irgendwie dazu. Und dann lauft ihr mit, aber die Leute. Da muss ich aber mal dazu sagen, wir sind mit dem Volker alleine gelaufen. Da ist von eurer Orga sind die Leute zu uns gekommen, wollt ihr euch nicht anschließen. So war das. Das ist überhaupt. Das stimmt. Nee, von unserer Orga gar nicht. Na, aber sicher. Dann nennen wir einen und der zeigt, mit dem Hut immer auf hatte, der ist nicht von unserer Orga. Der ist nicht von unserer Orga. Der Uwe, das ist einer, der gar nicht. Der ist nicht von unserer Orga. Der spricht mal vielleicht bei uns. Aber er ist doch zu uns gekommen und hat gesagt, wollt ihr euch nicht anschließen? Deswegen sind wir mit euch mitgelaufen. Aber das ist doch jetzt Monat her, oder? Und warum ist aber das jetzt ein Problem? Aber manchmal meldet man nicht an. Nee, es ist nur ein Problem. Warum seid ihr nicht dann schon von Anfang an hier? Sind wir doch. Belehrt. Und ich belehre alle. Ich bin alle. Von Anfang an hier. Nee, ich belehre von alle. Von der ersten Demo. Da braucht der Herr Beiser doch nicht nochmal anzumelden. Warum denn? Warum wir denn sind nicht? Doch sowieso mehr als ihr. Dann kommt doch gleich zu uns. Nee, weil wir das nicht wollen, diese Spaltung. Und weil das einfach. Ihr macht die Spaltung, das ist doch unlogisch. Moment. Bernd. Das ist widersprichst dich doch. Nein, lass mich doch mal ausreden. Wir hinterm Verfassungsschutzagent nicht. Lauft ihr her. Ja, wirklich, der Beiser ist der Beiser. Naja, der Herr Beiser ist nun mal einer. Ja, na klar. Ja, da gibt's so muss er mal schauen. Guck mal, ich stand ja gerade. Ich stand ja gerade vor der Demo. Der Beiser kam viel später. Wenn du vorne stehst, und dann hast du vorne. Das RTL stehen und MDR. Und dann laufen welche vermummt, genau wie Antifa, rennen dahin und machen Krawall. Erzeugen dann die Bilder, die gewollt sind für das System. Aber darum geht es halt nicht hilfreich. Also, es geht doch nicht darum, ihr seid die wahren oder. Wer die wahren Bilder sehen will, der muss schon auf den Weichreitekanal gucken und hier zuschauen, um die Wahrheit zu sehen.